Gut, es war ganz gut, dass jetzt ein paar Fragen da waren, weil die Homebox-Gruppe hier vorne versucht hat, so etwas Ähnliches wie ein Haus aufzubauen. Und ja, vorgestellt wird das Ganze von Julia Kreim, Michael Ritzler und Marcel Walsch. Und ich glaube, der Michael Ritzler fängt an. So, hallo erstmal. Also, wie schon gesagt, wir haben in unserem Ubicom-Projekt uns mit dem Thema Home Automation beschäftigt. Und zuerst mal wollen wir euch jetzt mal ein bisschen zeigen, was es so für uns bedeutet hat an sich. Und dafür haben wir zuerst mal ein kleines Video vorbereitet, das dürft ihr euch mal angucken. Good morning, welcome to 7 o'clock news. Most of the district will be dry, however, an upper level disturbance produces heavy rainfall in the southwestern area. This Saturday, temperatures will be very cold. So, also es war zwar etwas leise, aber das Sehen war ja sowieso das Wichtigere an der ganzen Sache. Okay, jetzt habt ihr gesehen, an sich, wir haben eine Variation an Geräten irgendwo miteinander vernetzt und die durch irgendwelche Abläufe miteinander verbunden. Okay, also zuerst mal, wir haben die Geräte auch mitgebracht, die will ich euch jetzt mal zuerst mal zeigen. Also wir haben hier so eine kleine Alarmtippmatte, die jetzt quasi zum Beispiel zeigt, wenn man das Haus betritt oder verlässt. Ein paar Lampen, wir haben hier die Kaffeemaschine. Wir haben einen Lichtsensor und bedient wird das Ganze eben mit diesem Tablet hier. Da läuft unsere App drauf. Das zeigen wir auch nachher noch im Detail, wie das dann wirklich funktioniert. Und hinter dem Ganzen hier ist noch unsere Homebox aufgebaut. Das ist so ein kleiner Mini-PC, den sieht man jetzt leider nicht. Da wird jetzt das Ganze eben zusammengefügt und gesteuert. Oh, stimmt, ja, wir haben noch einen Staubsauger, der steht jetzt da unten. Ich glaube, die meisten werden leider nicht sehen. Der ist aber nachher noch in Aktion zu sehen, also keine Sorge. Jetzt willst du nochmal das Video starten? Nee, jetzt alles. Okay, wunderbar. Also, jetzt will ich euch ein bisschen was über unseren Aufbau erzählen, also wie das Ganze jetzt wirklich funktioniert. Zentrale Komponente in unserem System ist unsere Homebox, also dieser Mini-PC. Ein zentraler Bestandteil davon sind verschiedene Controller. Die sind dafür zuständig, die Kommunikation mit den einzelnen Geräten zu übernehmen. Das heißt, wenn jetzt ein Gerät in unserem System aufgebaut wird, einfach angeschaltet wird, dann meldet er sich bei seinem Controller und registriert sich damit im System. Was man jetzt schon sieht, es gibt verschiedene Arten von Geräten. Also, wir haben wirklich reale Geräte, wie den Staubsauger oder diese Alarmtippmatte. Wir haben aber auch virtuelle Geräte, die also physisch eigentlich nicht vorhanden sind, die im Endeffekt jetzt auf Systemdaten zugreifen können oder auf irgendwelche Online-APIs und damit noch zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen können. Wie schon erwähnt, wir haben unsere App und hierauf kann man jetzt verschiedene Prozesse quasi generieren.
die sehen dann bei uns so aus. Also was hier jetzt dargestellt ist, einfach, wenn der Benutzer heimkommt und ein bestimmter Wochentag zum Beispiel vorliegt, also das wird jetzt im Kalender eingestellt, dann soll der Staubsauger angehen oder aus, was auch immer. Okay. Wenn dieser Prozess erstellt würde, dann wird er auf die Homebox geladen und wird dort jetzt in Beeple-Code übersetzt. Das Ganze wird jetzt auf eine Prozess-Engine geladen und kann jetzt fortan ablaufen. Das heißt, wenn die Geräte jetzt diese Events schicken, also von der Alarm-Tritt-Matte, wenn man jetzt drauf tritt, kommt das Event, okay, jemand ist auf mich getreten und der Kalender schickt zudem, okay, es ist auch dieser Tag, dann werden diese Events von den entsprechenden Controllern weitergeleitet auf unsere Middleware. Also wie schon erwähnt, wir haben verschiedene Gerätetypen und die müssen jetzt irgendwie auf ein einheitliches Niveau gebracht werden. Die leitet es dann wieder weiter an die Prozess-Engine, welche jetzt entscheidet, was wirklich passieren soll. Die findet jetzt also heraus, okay, der Staubsauger soll aktiviert werden. Also wird dann auch quasi dieser Aufruf weitergeleitet an Middleware, die entscheidet wieder, welcher Controller dafür zuständig ist. Und der schickt das Ganze jetzt letztendlich weiter an das entsprechende Endgerät. Und jetzt in diesem Fall würde auch wirklich dieser Staubsauger dann aktiviert werden. Okay, jetzt wollen wir euch natürlich auch noch zeigen, wie das dann wirklich alles funktioniert. Und mit viel Glück werden wir euch auch noch eine kleine Live-Demo geben können, bei dem wir dann auch zeigen können, was da wirklich passiert. Okay, also jetzt wird das Bild umgeschaltet und jetzt seht ihr hier live, was der Marcel hier eingibt. Das hier ist jetzt unsere Oberfläche. Was ihr oben sehen könnt, das sind jetzt die einzelnen Geräte, die von unserem System erkannt worden sind. In dem Fall also jetzt die Beleuchtung, der Staubsauger und die Kaffeemaschine. Der Bereich unten ist dafür zuständig, um die verschiedenen Sequenzen dann zu erstellen, die zusammenzuziehen, um quasi dann wirklich einen Ablauf zu machen. Oben kann man jetzt auch noch verschiedene andere Tabs auswählen. Also wir haben zum Beispiel jetzt noch Kontext. Hier sieht man jetzt eher die Geräte, die einfach nur Informationen liefern, also die dafür benötigt werden, um Bedingungen irgendwo festzulegen. Also hier sowas wie Uhr, Kalender, Heimkommen, Helligkeit oder noch ein Timer, mit dem man zum Beispiel noch zeitliche Aspekte noch modellieren kann. Daneben gibt es noch Verknüpfungen. Ich habe ja schon gesagt, es sind an sich ja Prozesse, die wir entwickeln, die jetzt automatisiert dann ablaufen sollen. Das heißt, man braucht auch gewisse logische Operatoren, um das wirklich verknüpfen zu können. In dem Fall haben wir zum Beispiel hier ein und ein oder, was man jetzt zusätzlich einfügen kann. Daneben kommt jetzt noch ein leerer Tab, das sind die Abläufe. Es ist sogar möglich, ganze Prozesse nochmal in einen anderen Prozess reinzuziehen, um somit quasi wirklich einen Subprozess quasi darin nochmal zu starten, was das Ganze nochmal vereinfachen und übersichtlicher machen soll. Okay, wir wollen jetzt auf jeden Fall mal eine Sequenz erstellen. Das heißt, wir haben ja gerade in unserem Anfangsvideo gezeigt, okay, so könnte es aussehen, wenn man morgens aufsteht, das Haus verlässt. Jetzt wollen wir quasi zeigen, was ist jetzt, wenn wir wieder zurückkommen von der Arbeit, was könnte man so machen? Also wählen wir als erstes mal einfach oben das Icon Heimkommen aus und ziehen das jetzt einfach in unseren Startbalken. Der Startbalken ist jetzt dafür da. Das sind im Endeffekt die auslösenden Events, die dafür zuständig sind, dass der Prozess auch wirklich gestartet wird. In dem Fall wählen wir jetzt einfach aus Haus betreten. Da der Staubsauger schon gestartet ist, weil der läuft jetzt einfach mal eine Weile durch, solange wir außer Haus sind, der soll uns jetzt aber nicht weiter stören, also machen wir den zuerst mal automatisch aus. Das wird auch reingezogen und jetzt einfach mit dem Startbalken verbunden. Jetzt können wir automatisch schon die Action auswählen, was jetzt eben passieren soll. In dem Fall wählen wir Aufladen und damit ist der Staubsauger soweit fertig. Das reicht uns aber noch lang nicht. Wir wollen auch noch das Licht über das Ganze steuern. Wenn wir reinkommen, dann sollen wir auch wirklich das Licht anmachen können. Das heißt, wir ziehen die Lampe rein, ziehen jetzt aber zusätzlich noch den Kontext rein, weil wir sind ja keine Energieverschwender und ziehen jetzt auch den Helligkeitssensor rein. Und der soll jetzt heißen, wenn es, also wir verbinden ihn wieder und dort wählen wir dann aus, wenn es wirklich dunkel ist, nur dann soll das Licht auch angehen, weil sonst sehen wir auch sowas. Also wählen wir anschalten. Als nächstes wollen wir noch zusätzlich einen Kaffee trinken, wenn wir heimkommen. Der soll am besten schon fertig sein. Also von daher Kaffeemaschine reingezogen. Wir wollen den aber nicht immer haben, wenn wir heimkommen. Also soll das Ganze auch noch an bestimmte Wochentage und eben auch an die Zeit verknüpft werden. Also ziehen wir noch Kalender und die Uhrzeit zusätzlich mit hinein und verbinden die auch noch. Wir sagen jetzt also nur an Werktagen, wenn wir auch wirklich arbeiten waren, wollen wir den haben. Und zusätzlich sagen wir auch noch, wenn es abends ist, also wir müssen jetzt natürlich abends einstellen, weil sonst funktioniert das später eben nicht.
Genau, also wenn es abends ist, dass auch die richtige Uhrzeit eingestellt, dass es auch nachher wirklich durchläuft, dann soll es passieren. Jetzt fragt das System uns automatisch, welchen logischen Operator wir hier hinsetzen wollen. Also in dem Fall sagen wir einfach, wir wollen eine Unverbindung, weil es in jedem Fall, wenn beide Events eingetreten sind, funktionieren soll. Okay, und damit ist unser Prozess auch schon fertig und wir können ihn auf der Homebox speichern. Das heißt, wir geben einfach noch einen Namen ein, dass wir ihn später auch wiederfinden können. Den kann man auch später nochmal bearbeiten. Und jetzt fragt es uns einfach noch nach, ob wir ihn auch wirklich aktivieren wollen. Was jetzt passieren würde, wenn wir Ja drücken, ist, der Prozess wird auf die Homebox übertragen und kann fortan verwendet werden. Er muss jetzt dafür zuerst mal im Beeple-Code übersetzt werden und aktiviert werden. Davor funktioniert nichts. Jetzt gucke ich schnell nach, ob da schon alles funktioniert. Ja, also jetzt sollte das Ganze funktionieren. Und jetzt werde ich das Ganze mal auslösen. Also sagen wir mal, das hier ist unser Hausgang und ich trete jetzt einfach mal. Okay, wir müssen noch den Staubsauger anmachen, damit wir auch reale Bedingungen haben. So, und da fährt er schon. Also ich komme jetzt nach Hause, trete auf die Matte und jetzt sollte theoretisch dann dieser Prozess auch wirklich ablaufen mit viel Glück. Sieht noch nicht ganz optimal aus. Nein. Vielleicht machen wir es einfach nochmal. Ich trete mal nochmal drauf und dann hoffen wir, dass es diesmal etwas besser wird. Ja, ich glaube, irgendwie hat es gerade nicht so viel Lust. Mal sehen. Also tut mir jetzt sehr leid. Das ist der übliche Demo-Effekt. Leider funktioniert jetzt natürlich gar nichts. Aber ihr dürft mir glauben, eigentlich würde es schon funktionieren. Ist jetzt sehr überzeugend, gell? Ja, ich glaube, da können wir jetzt leider nicht viel machen, weil unsere Zeit ist jetzt auch schon aus, dann denke ich mal, also ich kann zwar noch mal schauen, ob er vielleicht doch noch möchte, aber was ich hier sehe, ist eigentlich, es reagiert leider gar nicht. Es tut mir jetzt sehr leid, wir hätten es jetzt gerne gezeigt, aber was wir vielleicht noch machen könnten ist, wir könnten zumindest demonstrieren, dass wir das Ganze fernsteuern können. Also das ist zwar nicht ganz so cool, wie das Ganze automatisch ablaufen zu lassen, aber wir können das auch wenigstens so machen. Also als erstes werde ich jetzt mal die Lichter anschalten. Das kann ich jetzt hier einfach über so ein Interface machen, was ich hier habe. Und tada! Also vielleicht nicht ganz so imposant, aber wir können es. Und wir können jetzt auch mal die Kaffeemaschine anmachen. Ja, also ich stelle jetzt ein, koche mir eine Tasse Kaffee. So, und jetzt sollte sie angehen mit viel Glück. Ja, also ich weiß nicht, ob man es erkennt, sie blinkt schon, die muss jetzt erstmal aufheizen. Also auch das funktioniert. Und wir können jetzt natürlich auch noch, weil er einfach so schön und lustig ist, den kleinen Staubsauger noch einmal aktivieren. Also ich starte ihn jetzt erstmal. Hoffen wir, dass er das noch will. Ja, da hat er es schon und startet. Der ist etwas konfus, also wenn man den eine Weile fahren lässt, dann kommt er sonst wo raus. Deswegen sage ich lieber gleich mal wieder Doc, dass er auch wirklich wieder zurückfährt. Und da ist schon angekommen. Jetzt ist er blöderweise gerade da hinten, aber er hat schon den Stoppbefehl bekommen und jetzt sucht er schon wieder die Ladestation. Und hat keine Ahnung, wo er hinfahren soll, deswegen muss ich ihm immer ein bisschen helfen. Er muss relativ nah dran sein, irgendwann hat er dann sein Ziel anvisiert. Ja, aber jetzt fährt er doch zielsicher drauf zu. Tada, und schon ist es soweit. Okay. So, zu guter Letzt, da ja bisher schon alles so wunderbar funktioniert hat, noch ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Ja, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Schauen wir mal. Also vielen Dank schon mal für die Aufmerksamkeit. Und gleich mal noch eine Anmerkung, also wenn ihr Lust habt, euch das Ganze noch anzugucken, könnt ihr gerne jetzt in einer Pause noch vorkommen, zeigen es euch gerne, auch wenn jetzt nicht so viel funktioniert hat, aber trotzdem könnt ihr gerne vorbeikommen. Wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr die auch gerne jetzt erstmal stellen.
Ja, gibt's Fragen? Einfach vorkommen. Da drüben. Entschuldigung? Also an sich ist es im Moment noch, wenn man wirklich im WLAN wäre, im selben, dann könnte man auch schön damit rumspielen. Genau, also wir haben halt dieselben Sicherheitskonzepte wie UPnP an sich dabei und demnach nicht allzu viel. Da oben war, glaube ich, noch eine Frage, kann das sein? Ja, Sven. Also die Frage war jetzt, ob man auch andere Geräte in das System integrieren könnte, die jetzt nicht von uns so schon spezifiziert wurden. An sich theoretisch ja, ziemlich ohne Probleme. Wir haben noch ein gewisses Konzept vorgesehen, wir haben so ganz, ganz simple Treiber drinnen, in denen einfach ein paar Daten drin stehen, zum Beispiel, wie soll das Gerät wirklich heißen für den Benutzer oder welche Operation soll man wirklich anbieten, weil UPnP schreibt wirklich ziemlich viel rein, was der Benutzer auch gar nicht braucht. Es werden die Sachen auch ziemlich doof benannt, sodass man es im Endeffekt überhaupt nicht verstehen kann. Daher haben wir uns gedacht, okay, wir brauchen irgendwas, um das noch benutzerfreundlich zu machen. Aber sobald dieser Treiber geschrieben wird, das ist eine Sache von einer Minute, dann ist es schon fertig. Ihr schreibt Treiber in einer Minute. Das ist ein sehr, sehr simples Treiber. Also das ist einfach ein XML, was schnell runtergeschrieben werden kann. Ja, gibt es noch mehr Fragen? Ja, bitte. Ja. Also die Frage war, ob er mich in die Vorlesung einladen darf. Natürlich sehr gerne, wir stellen es auf jeden Fall vor. Gerne. Ja, die Offenheit von dem System hat man so vielleicht ein bisschen daran gesehen, dass während die hier aufgebaut haben, hier eine KI-Komponente eingeschleust wurde, die entschieden hat, automatisch, dass Kaffee kochen um diese Uhrzeit eigentlich keine sinnvolle Tätigkeit ist und deswegen dann die Kaffeemaschine nicht angeschlossen hat. Oder angeschaltet hat. Was aber viel mehr eine sinnvolle Tätigkeit ist, ist jetzt da oben sich was zum Trinken zu holen, nämlich kalte Getränke. Wir machen eine Viertelstunde Pause und sind dann in eben einer Viertelstunde wieder zurück. So, die Homebox-Gruppe hat behauptet, dass sie noch gerne einen zweiten Versuch hätte. Angeblich geht es jetzt. Ich würde sagen, dann gestehen wir den zweiten Versuch zu, solange es sich nicht um diese Versuche handelt, die Sie während der Bearbeitung dieses Projekts bei uns im Institut gemacht haben. Da gab es einen Tag, da waren alle einigermaßen geschockt, weil nämlich diese Kaffeemaschine da hinten irgendwie nicht über Gleichstrom niedervoltig von außen her den Schalter bedient hat, sondern irgendwie es passiert ist, dass das komplette Gerät unter 220 Volt Spannung stand. Und ja, wir haben es alle überlebt, insbesondere die arbeitenden Studenten und ja, das hat den Adrenalinspiegel höher getrieben als bei jeder Klausurvorbereitung. Aber also wer keine Lust hat, lebensgefährliche Dinge zu tun, der darf nicht ins Institut Medieninformatik kommen, um ein Anwendungsfach zu machen. Wer gern bei IKEA shoppen geht, der sollte kommen. Wir haben nicht nur Lampen, wir haben Tische und irgendwelche Kommoden und alles Mögliche und irgendwann machen wir mal einen Second-Hand-Laden auf, weil wir nicht mehr wissen, wohin mit dem ganzen Zeug. So, okay, und jetzt würde ich sagen, geben wir euch die Chance eines zweiten Versuchs und jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Okay, also ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern, was wir eingestellt haben. Also der kleine Staubsauger läuft schon. Ich werde jetzt nochmal drauf treten und heimkommen und hoffe, dass es diesmal funktionieren möchte. So, jetzt schauen wir mal. Und die Lichter gehen an. Der Staubsauger hat auch schon aufgehört. Und die Kaffeemaschine läuft auch schon. Also es hat alles funktioniert. Das war jetzt noch gut fürs Ego. Viel Spaß noch.
So, also das war jetzt ganz, ganz wichtig, dass das noch funktioniert hat, sonst wären die ziemlich betrübt gewesen.